Hallo Aktienfreunde, heute gibt es einen neuen Aktienvergleich und zwar treten in diesem Video Linde und Air Liquide gegeneinander an. Gleich erfahrt ihr, wer mehr Punkte holt, zuvor aber noch ein paar Basisinfos. Also beide Aktien kommen aus der Industriegasbranche und zählen in diesem Sektor zu den zwei größten Herstellern der Welt. Linde hat zurzeit eine Dividendenrendite von 1,6% und der aktuelle Kurs beträgt ca. 205 Euro. Air Liquide hat momentan eine Dividendenrendite von 2% und der aktuelle Kurs beträgt ca. 135 Euro. So, bevor es losgeht mit dem Vergleich, noch der Hinweis, dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. Jetzt aber zum Aktienbattle und legen wir gleich los mit dem ersten Kriterium. Kommt die Aktie aus einem wirtschaftlich starken Land? Also beide Aktien kommen aus einem wirtschaftlich starken Land, und zwar Linde aus Irland und Air Liquide aus Frankreich. Damit beide Aktien bekommen hier einen Punkt. Jetzt zum Börsenwert. Die Linde-Aktie bringt momentan 108 Milliarden Euro auf die Börsenwaage und Air Liquide 63 Milliarden Euro. Damit Punkt für Linde. Jetzt zur Kursentwicklung in den letzten 10 Jahren. Also die Linde-Aktie hat in den letzten 10 Jahren 84% zugelegt und Air Liquide 95%. Damit Punkt für Air Liquide. Jetzt zur Kursentwicklung in den letzten 5 Jahren. Hier hat Linde 51% und Air Liquide momentan 45% vorzuweisen. Damit Punkt für Linde. Jetzt zur Kursentwicklung in den letzten 12 Monaten. Hier steht Linde momentan bei 11% und Air Liquide ebenfalls bei 11%, also wirklich fast genau gleich. Und damit Punkt für beide Aktien hier. Dann zum größten zwischenzeitlichen Kursrückschlag seit der Finanzkrise. In der Finanzkrise hat die Linde-Aktie sich circa genau halbiert, also 50% am Wert verloren. Und Air Liquide hat hier im gleichen Zeitraum, also in der Finanzkrise, 44% an Wert verloren und sich damit etwas besser geschlagen. Und damit Punkt für Air Liquide. Damit kommen wir zum Ergebnis der ersten Runde und hier steht es unentschieden 4:4. Dann weiter mit der zweiten Runde und zwar zum Gewinn, Umsatz und Cashflow der Vergangenheit. Fangen wir an mit dem Gewinnanstieg in den letzten 10 Jahren. Und hier hat Linde momentan einen Durchschnittswert von 0,9% und die Air Liquide Aktie hat in den letzten 10 Jahren im Durchschnitt 3,4% an Gewinnsteigerungen vorzuweisen. Also damit Punkt für Air Liquide. Jetzt zum Gewinnanstieg in den letzten 5 Jahren. Hier hat Linde momentan einen Durchschnittswert von minus 5% und Air Liquide plus 2,3%. Und damit Punkt für Air Liquide. Jetzt zum Umsatz, und zwar zum Umsatzanstieg in den letzten 10 Jahren zuerst. Und hier hat Linde momentan einen Durchschnittswert von 10,6% und Air Liquide 4,9%. Damit Punkt für Linde. Jetzt zum Umsatzanstieg in den letzten 5 Jahren. Hier hat Linde momentan einen Durchschnittswert von 21,4% und Air Liquide 5,9%. Punkt für Linde. Jetzt zum Cashflow-Anstieg in den letzten 10 Jahren zuerst. Und hier hat Linde momentan einen Wert von 8,5% und Air Liquide hat in den letzten 10 Jahren 6% gewonnen beim Cashflow im Durchschnitt und damit Punkt für Linde. Jetzt zum Cashflow-Anstieg in den letzten 5 Jahren. Hier hat Linde einen Durchschnittswert von 8,2% und Air Liquide etwas besser, 9,4%. Punkt für Air Liquide. Damit zum Ergebnis der zweiten Runde, auch hier unentschieden, 3:3. Weiter mit der dritten Runde, und zwar zur Rentabilität und Verschuldung. Fangen wir an mit der Eigenkapitalrendite und hier hat Linde momentan einen Wert von 4,7%, also beziehungsweise im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 und Air Liquide hat hier 11,9%, ist damit etwas besser, also eher Punkt für Air Liquide. Jetzt zur Bruttomarge. Hier hat Linde momentan einen Wert von 24,5% für 2019 und Air Liquide 32,9%.
Damit Punkt für Air Liquid. Jetzt zur Eigenkapitalquote. Hier hat Linde in 2019 einen Wert von 56,7% und Air Liquid 43,2%. Punkt für Linde. Jetzt noch zum Verschuldungsgrad. Hier hat Linde einen Wert von 76,5% in 2019 und Air Liquid im gleichen Jahr 131,4%. Damit Punkt für Linde. Und damit zum Ergebnis der dritten Runde. Auch diese Runde geht unentschieden aus. 2 zu 2. Weiter mit der vierten Runde und zwar zu den Dividendendaten. Beginnen wir mit dem Dividendenwachstum in den letzten 10 Jahren. Schauen wir uns mal an, was hier die Aktien zu bieten haben. Linde hat in den letzten 10 Jahren 9,1% hier vorzuweisen, also an durchschnittlichem Dividendenwachstum und Air Liquid 5,1%. Damit Punkt für Linde. Jetzt zum Dividendenwachstum in den letzten 5 Jahren. Hier hat Linde einen Durchschnittswert von 5,5% und Air Liquid 1,9%. Wieder Punkt für Linde. Jetzt zur Dividendenstabilität. Bei Linde wurde die Dividende seit 27 Jahren nicht gesenkt und bei Air Liquid seit 11 Jahren nicht gesenkt. Damit Punkt für Linde. Jetzt zur Ausschüttungsquote auf den Gewinn. Und hier hat Linde momentan einen Wert von 93% und Air Liquid 60%. Damit Punkt für Air Liquid. Jetzt zur Ausschüttungsquote auf den Free Cashflow. Hier hat Linde momentan einen Wert von 55% und Air Liquid 65%. Punkt für Linde. Damit kommen wir zum Ergebnis der vierten Runde und hier gewinnt Linde mit 4 zu 1. Dann zur fünften Runde zu den Bewertungskennzahlen fangen wir an mit dem KGV-Durchschnitt in den letzten Jahren. Und Linde hat hier momentan ein KGV von 26 und Air Liquid 21. Und damit Punkt für Air Liquid. Jetzt zum aktuellen KGV für 2021, also auf Basis der erwarteten Kennzahlen für 2021. Und Linde hat hier momentan 28 und Air Liquid 25. Damit Punkt für Air Liquid. Jetzt zum aktuellen Kurs-Umsatz-Verhältnis für 2021 und Linde hat hier momentan 4,7 und Air Liquid 3 beim KUV und damit Punkt für Air Liquid. Jetzt zum aktuellen Kurs-Cashflow-Verhältnis für 2021 und hier steht Linde momentan bei 17,6 und Air Liquid 13,3. Also für 2021 und damit Punkt für Air Liquid. Jetzt zum aktuellen Kurs-Buchwert-Verhältnis. Und hier wird momentan für 2021 bei Linde ein Wert von 2,8 erwartet und bei Air Liquid ein Wert von 3 momentan für 2021. Damit ist hier Linde besser und bekommt den Punkt. Damit kommen wir zum Ergebnis der fünften Runde und diese Runde hat Air Liquid gewonnen mit 4 zu 1. So, damit zur letzten Runde und zwar zu den Zukunftsprognosen. Fangen wir an mit der Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr. Und hier steht Linde momentan, beziehungsweise hier erwarten die Analysten momentan einen Anstieg von 17,4% und bei Air Liquid 3,4%. Und damit Punkt für Linde. Jetzt zur Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr. Hier steht momentan bei Linde ein Wert von 4,6, also ein Rückgang wird hier prognostiziert von minus 4,6% und bei Air Liquid wird ein Rückgang von minus 6,9% prognostiziert momentan von den Analysten. Damit steht hier Linde etwas besser da und bekommt den Punkt. Zum Abschluss noch zur Cashflow-Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Und hier haben wir bei Linde momentan einen Wert von 14,1%. Und bei Air Liquid erwarten die Analysten momentan ebenfalls einen Anstieg von aber nur 2%. Und damit geht der letzte Punkt ebenfalls an die Linde-Aktie. Und die sechste Runde hat damit Linde gewonnen mit 3 zu 0.
Und wie schaut denn das Gesamtergebnis aus? Und hier hat Linde nach 6 Runden 17 Punkte geholt und Air Liquide 14 Punkte. Und der Gesamtsieger ist damit Linde. Und bis zur 5. Runde stand es noch unentschieden, aber in der letzten Runde hat dann Linde 3 Punkte gut gemacht gegenüber Air Liquide und damit dann den gesamten Vergleich für sich entschieden. So, dann zum Abschluss noch ein weiterer Hinweis. Mein Vergleich gibt nur eine Einschätzung zu den Aktien anhand der analysierten Kriterien. Diese Einschätzung kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Video.